Zuletzt bei Ahead in Time. Wir erklommen mit einem großen Kraftaufwand die große Windmühle und konnten damit die letzte der vier Sanduhren aus Welt 4 holen. Leider hat sich aber in der Zwischenzeit eine große Krankheit in den Bergen breit gemacht und nun die gesamte Gebirgskette übernommen. Zwei von drei Krankheitserregern konnten wir bereits erledigen und nun müssen wir nur noch die dritte Wurzel des Bösen aus dem Boden reißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dort drüben, Freunde, hinter diesen Nebelschwaden des Kamins, ist der letzte Erreger dieser Krankheit. Und genau den wollen wir heute aus dem Boden reißen, damit es dem Ziegendorf wieder gut geht. So zumindest die Idee dahinter, Freunde. Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ahead in Time aus Welt 4, in welcher wir... Ja, erst viele Sanduhren gefunden haben, was cool war. Ne? Das war eine gute Sache, das habe ich sehr befürwortet. Ja, und jetzt geht hier leider die Welt ein bisschen zugrunde. Ich weiß gar nicht mal, ob unsere Taten was damit zu tun haben. Aber immer nach dem Einsammeln einer Sanduhr hat sich dieser Krankheitserreger weiter ausgebreitet. Also irgendwie bekommt man das Gefühl, als wäre man schuld. Aber irgendwie bin ich mir auch gleichzeitig keiner Schuld bewusst. Da bin ich einfach mal ganz ehrlich zu euch. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, was wir jetzt hier machen können. Denn wir düsen jetzt zur letzten Passage. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Oder ob es hier vielleicht sogar eine Abzweigung gibt, die ich nehmen muss. Das werden wir jetzt, denke ich, gleich herausfinden. Ne? Wir müssen auf jeden Fall weit nach rechts. Das ist auf jeden Fall safe. So. Das ist eine Lava-Abzweigung. Genau, jetzt werde ich einfach mal an der Stelle den rechten Weg gehen. Ja, weil da sind auch... Genau, wir müssen nämlich... Oh, shit. Wir müssen hier nämlich immer diesen Krankheitserregern folgen, die mir hier immer wunderbare Ketten liefern. So. Und dich brauche ich. Dann kann ich nämlich auf dich bouncen und auf dich bouncen. Ja, und ich denke, allein damit sind wir auf dem richtigen Weg, oder? Hier geht's zum Lavakuchen, sagst du mir. Okay, will ich da lang? Wir schauen einfach mal. Ja, doch. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Genau, da oben sind die Erreger. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie... einfach möglichst weit nach oben kommen und da wandern die Haken, die wir verwenden müssen, um rüber zu dieser Stelle zu kommen. Ja? Großartig, dass die Erreger nicht nur hier einfach, wie soll ich sagen, alles versauen, sondern dass sie sogar auch direkt passende Hilfsmittel zur Verfügung stellen, um zu ihnen zu kommen. Das ist angenehm. Vielleicht müssen die ja mal gegossen werden. Vielleicht haben die es für ihren Gärtner irgendwie aufgebaut oder so. So, Freunde, das ist der Ray. Das ging tatsächlich schneller als gedacht. So, wir kriegen jetzt ja die schöne Sequenz. So, welche Tricks hast du auf Lager, Kollegin? Ja, deine letzten Freunde haben schon ziemlich viel Scheiße gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die auch von... Oh, Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass die von Mal zu Mal mehr dazulernen. Ich falle sehr weit nach unten, Freunde. As you can see. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ich habe gerade komplett den Überblick verloren. Wo ich hier gerade überhaupt... lang gedüst bin. Das ist aber auch gar nicht einfach. Vor allem, weil wir nicht viele Leben haben. So. Das ist aber auch asozial. Muss ich einfach drüber hüpfen? Wahrscheinlich. So, und dann darüber. Da ist immerhin schon mal ein Leben. Wir werden jetzt beschossen. Es gibt so eine Art Landminen. Und hier auch noch Giftstrecken. Der hat jetzt wirklich alles im Repertoire, was man nutzen kann, um uns zu töten. Aber wir gehen jetzt einfach hier aufs Dach hoch. Ich habe das Gefühl, dass ich da relativ safe bin. Ja, ja. Das ist tatsächlich eine sehr kluge Art und Weise. Wenn wir am Boden asozial beschossen werden, dann gehen wir jetzt einfach durch die Lüfte. Bam! So. Und jetzt scheint es wieder zu funktionieren, oder? Aber oben auf der Spitze ist noch ein bisschen was. Bam, bam. Es ist vorbei. We found this in a cluster of those flowers after they wilted again.
you were pretty insistent on going after the others, so I guess it belongs to you? Thank you for helping us. Kein Problem. Oh yeah, Freunde. Good stuff, würde ich an der Stelle sagen. Na dann, nehmen wir den Kollegen hier mal mit. Nummer 37. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was hier abgeht. Denn es gibt ja noch den lilanen Zeitriss, den wir jetzt gleich machen. Dann erfahren wir nämlich noch mehr über die Geschichte dieses Ortes, denn das ist ja immer noch alles sehr weird. Dann kommen wir auf jeden Fall auf 38. Und im Anschluss sollte es eigentlich noch irgendwo einen zweiten blauen Zeitriss geben. Zumindest war das in jeder anderen Welt bisher so. Dann würden wir auf 39 kommen und eventuell dann mit dem Final Boss des Spiels vielleicht dann die 40. Jawollo. Sehr geil. Das ist der letzte Shit I Need. So. Finale auch abgeschlossen. So. Wo bist du? Bei der Windmühle. Bei der Windmühle auf einem Dach. Okay. Ja, dann machen wir das doch erst. Das ist nämlich relativ entspannt. Und dann im Anschluss kümmern wir uns um den lilanen Zeitriss. Ich werde mir dann auch nochmal genau raussuchen, wie viele Comic-Seiten es dann wieder pro Stage gibt. Das fand ich eigentlich bisher ganz angenehm, dass man nicht irgendwie eine Komplettlösung macht. Ja, in den Time Rifts sind da und da und da die Comic-Seiten. Aber dass ich eben weiß, wann ich etwas abgeschlossen habe. So, das fand ich eigentlich eine ganz frische Sache. So, bin ich jetzt hier aber schon zu weit vorne? Muss ich eventuell sogar nochmal zurück? Ich meine, es war in der Nähe. Zwar nur in der Nähe der Windmühle, aber nicht direkt vor der Windmühle. Und da, wo wir jetzt gerade waren, da war direkt die Windmühle. Na, dementsprechend glaube ich hier eher da vorne in diesem Bergdorf, dass sich da unser Objekt der Begierde befindet. Nämlich da oben irgendwo. Aber da komme ich so leicht nicht hin. Warte mal, ich gehe jetzt nochmal da hoch. Nee, direkt vor der Windmühle sind keine Häuser mehr. Das muss schon hier irgendwo sein. Ich würde vorschlagen, Freunde, ich gucke mich hier mal um. Und wenn ich fündig werde, dann melde ich mich bei euch. Wow, Freunde, ich entdecke hier gerade was. what the hell? Okay, es ist nur ein Garn, aber ich denke, das sollte man auch gesehen haben. Also hier irgendwo hinter den Bergen, ne? Befindet sich hier was, ne? Smooth as shit. Aber eigentlich nicht der Weg, den ich gehen wollte. Wo muss ich denn lang? Darüber? Ja, da ist Cash. Ah, Freunde, ich glaube, jetzt habe ich hier was. Ich denke, wenn man in dem Dorf vor der Windmühle diese Abzweigung hier in das Katzendorf nimmt, ich glaube, da geht es für mich lang. Bei der anderen Abzweigung der blauen Leine, da war gar nichts. Da ist ja dann nur dieses Horn gewesen, was wir ja auch schon kennen.
Also beziehungsweise da ist das Horn dann, damit man überhaupt zur Windmühle kommt. Aber da war kein einziges von diesen Häusern. Deswegen vermute ich mal, dass es hier in diesem Abteil ist, weil ich denke, dass wir irgendeinen Ort brauchen. Oh, jetzt hat mir wieder Geld geklaut. So, ich denke, dass wir irgendwas brauchen, wo wir viele Häuser haben. Und da ist dieses Haus, dieser Ort natürlich prädestiniert dafür. Eventuell sogar auf diesem Haus hier oben. Aua! Wie die mich alle verprügeln, die Schweine. So. Na, verzieht euch. So, da unten wäre sogar nochmal Cash gewesen. Hier, ja! Ich wollte gerade sagen, wenn ich auf diesem Haus wäre, ich hardcore am Arsch gewesen. Aber das passt. Das heißt, wir haben jetzt hier den letzten blauen Zeitriss. Tatsächlich. Gekringelte Schwanzspur. Natürlich ein Katzenschwanz, Freunde, weil wir sind ja im Katzendorf. Natürlich ist nur das damit gemeint. Ich weiß nicht, woran ihr gedacht habt. So, hier wurde auf jeden Fall schon mal mit der Eisplattform gearbeitet. Sehr geil. So, Freunde. Jetzt ein letztes Mal hier durch. Das ist ein bisschen traurig, wirklich. Weil ich liebe diese blauen Zeitrisse. Ich glaube sogar wirklich, das klingt richtig sad, ich weiß. Hier sind auch überall diese unsichtbaren... Der hat mich in der Luft geheatet. Hier sind auch überall die Katzen. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich diese blauen Passagen, so blöd ist... Oh. Digga! Dass ich diese blauen Passagen am coolsten finde, bloß die ohne Gegner fand ich irgendwie angenehmer. Oh Gott, ist das nervig. Aber okay, wir schaffen das. Ich glaube, hier spielt jetzt auch schon dieser orchestrale Remix, den wir freigeschaltet haben. So, hier ist auch noch so eine Katze. Ja. Wie gesagt, man kann kaum was gegen die tun. So, man sieht, dass sie da sind. Hier vor uns steht eine. Aber, du kannst sie halt nicht boxen. Das ist der Punkt. Du kannst sie einfach nicht boxen. So, euch beide nehme ich mit. Solange sie sich nicht sichtbar gemacht haben. Das finde ich irgendwie das Blödeste an diesen Gegnern. Du bist halt echt so denen so hilflos ausgeliefert. Und das ist noch aktuell zu hoch für mich. Hier muss ich mir jetzt erstmal einen Weg dahin erschaffen. Gott! Hä, was ist denn das, Alter? Ach, come on. Was sind das denn für Drecksgegner? Also, wie gesagt, wenn man die halt irgendwie noch früher angreifen könnte. Ne? Da ist sie, aber... Mich stresst das so. Da ist wieder eine. Keine Chance. Keine Chance. Was für ein Müll. Aber hey, alles gut. Ich mag diese blauen Passagen. Und deswegen will ich jetzt hier auch keine schlechte Laune haben, weil ich dafür diese Passagen viel zu gerne mag. Oh wow, das war's doch schon. Okay. Diese blauen Passagen sind immer kürzer, als man denkt. Okay. Nummer 38, Freunde. Nur noch 2 Uhren. Wir stoppen natürlich das Rad. Nehmen den Remix mit. Ich bin mit allem zufrieden. Für Mafia-Stadt nochmal. Okay. Very interesting. Mafia-Stadt bekommt hier nochmal etwas musikalischen Support. Beziehungsweise musikalische Liebe vom Spiel. So, und jetzt fehlt nur noch der Ding, ne? Der lilane Zeitriss. Und der ist ja instant beim Spawn. Das heißt, wir gehen einfach hier in Free Roam, starten das Ganze. An der Stelle suche ich nochmal ganz fix heraus, wo uns dann gezeigt wird, wo es die Comic-Seiten gibt. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns sofort. Wow, okay, ich bin schon reingehüpft. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Freunde, es geht los. Und das Internet sagt, dass tatsächlich dieser Zeitriss relativ klein ist. Es gibt nur insgesamt 5 Storybook-Pages. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, ob wir das hinbekommen. Ich bin wirklich gespannt, was die Geschichte dieser Welt ist. Weil die für mich irgendwie noch so gar keinen Sinn ergibt. Aber hey. Ja, wollen wir uns doch mal umgucken. Oftmals sind ja die Welten, in denen wir uns jetzt schon bewegen, auch schon in gewisser Weise ein Hinweis darauf, was hier abgeht. Aber wir schauen einfach mal. So, hier komme ich schon rein. Aber das will ich natürlich noch nicht, Freunde. Denn hier unten, ne? Yes. Ist auch schon 1 von 5. Also, wie gesagt, gar nichts Großes. Ich glaube, beim letzten Mal waren es sogar 9. Alter, waren es halt wirklich, wirklich, wirklich viele. Aber ja. Mit 5 bin ich doch schon mal zufrieden. So, und jetzt geht's hier los, ne? Wir hüpfen natürlich weiter hier über das Gebirge. Das ist natürlich klar. Du verziehst dich.
Und auch wenn es meistens von diesen Königsdingern genug gibt, sammeln wir die auch ein. 3 Stück brauche ich. So, da drüben ist einer. Da ist auch einer, da ist auch einer. Aber ich sehe noch nicht die Storybook-Page. Da kümmern wir uns gleich mal drum. So. Hier, wo muss das Seil genommen werden? Das ist jetzt wirklich wieder ein bisschen aufpassen. Machen, glaubt ihr, diese lilanen Kristalle da unten haben irgendwas zu bedeuten? Weil die hat doch irgendwie recht... Oh Gott. Oh Gott, das ist so ein Trash. Das ist so schlecht. Das ist so... Das hätte so schlecht programmiert. Digga. Okay, wo ist das Vieh da? Das sind so schlechte Gegner. Es ist wichtig, dass man hier ganz ruhig ist. Beziehungsweise nicht ruhig, aber in Ruhe spielt, möchte ich sagen. Weil man dadurch einfach ja noch ein bisschen, hoffentlich aufmerksamer spielt. Und eventuell noch die eine oder andere Sache mehr mitbekommt. Weil ich muss mich ja auch immer noch um die Storybook-Pages kümmern. Wo ich aktuell die eine, die sich hier befinden soll, noch nicht gefunden habe. Aber hey, hier sind sogar noch mal 2 Leben. Die kann ich jetzt tatsächlich an der Stelle einfach mal gut gebrauchen. Da sage ich einfach mal Danke, Spiel. Und in die Richtung ist dann noch jetzt quasi der letzte Berg, den ich noch nicht erkundet habe. Und hier ist es jetzt hoffentlich auch ein Berg, wo es hier ein Buch für mich gibt. Die Seite eines Buches. Schau noch mal ganz genau. Also ich sehe noch nichts. Das könnte wieder hinter dem Ziel sein. Nein, Freunde, hat sich erledigt. Da finden wir doch die 2. Seite. Sehr gut. Dieser Hechtsprung, diesen Hechtsprung muss man immer möglichst lange aktivieren. Also, wenn dieser Hechtsprung in der Luft aktiviert ist, dann überwindet man richtig viel Platz, beziehungsweise richtig viel Distanz. Das heißt, wenn man viel Distanz überbrücken will, einfach Doppelsprung, Hecht und den Hecht so lange aktiviert lassen wie möglich, bevor man ihn dann quasi wieder mit einem Sprung abbricht. Der Hecht ist wirklich der Way to go. Und hier ist, glaube ich, direkt... Yes, guys! Hier ist direkt eine Krone. Und hier geht's auch gleich weiter. Wow, okay, da drüben ist auch, da drüben ist die Storybook-Page. Okay, ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Hechtsprung, 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 Hechtsprung. Genau, und jetzt springen. Und zack, haben wir viel Distanz überwunden. Wow, warum lachen die hier? Selbst wenn ein riesiges Feuer ausbricht. Okay, die erzählen sich wieder irgendwelche Witze. Aber ich meine, hier in diesen Bergen waren ja auch die Vögel zu Hause, ne? Es muss ja vielleicht auch irgendwie erklärt werden, wie diese ganzen Biome zusammengefunden haben. Also ich meine, Lava, Windmühle, Vogelkäfig und so weiter. Da bin ich bin wirklich, wirklich gespannt, ne, was jetzt hier zu Gesicht bekommen. Kann ich hier irgendwas tun? Wirkt noch nicht so. Dann nehmen wir mal dich. Wo geht's denn jetzt hier für mich lang? Hä, warte mal. Warum ist die Kamera so weird? Hier geht's nicht lang, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingemusst hätte. So, hier ist das Ziel. Aber da will ich ja auch noch nicht hin. Okay. Sehr, sehr interessant. Ja, das ist einer der Schwachpunkte, die ich diesem Game geben würde. An manchen Stellen, wo du dich einfach nur ein bisschen umgucken willst. Unfassbar schlechte Kameraübersicht. Und vor allem auch wenig Optionen, sie anzupacken. Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich immer noch ein bisschen dumm, aber ich habe irgendwie immer noch nicht den Modus gefunden, ne? Mit dem ich einfach mal nach oben gucken kann. Ich meine, what the hell? Warum kann ich nicht nach oben gucken? Das ergibt doch keinen Sinn. So, aber naja, hey, alles gut. Ich gebe einfach mal mein Bestes. Und ich meine, wir sind jetzt auch schon recht gut weit gekommen. Aber ich würde mich halt irgendwie einfach gern mehr umgucken. So, aber... Da muss ich hoch. Ach, kann ich hier Wandsprungen vielleicht? Ja! Ich kann hier hoch Wandspringen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, und aber warum bist jetzt du da? Ah, wahrscheinlich darüber. Hier rüber geht's für mich. Okay. Ja, habe ich jetzt auch mal verstanden, was die von mir wollen. So, dann nehmen wir dich noch mit. Und ich meine, ich brauche 4 und habe 6. Ich denke, damit bin ich cool. So, für uns geht's weiter. Und hier gibt es jetzt 2 Storybook-Pages. Das ist jetzt, glaube ich, die Glocken. Genau, die Glockenstelle. Die war designtechnisch die coolste, fand ich, glaube ich.
Alter, die hat mir sehr gut gefallen. Das war echt eine schöne Gegend. So, da ist das Ziel. Ich brauche gerade mal 4. Hätte ich sogar, die Hälfte davon habe ich jetzt schon aus den alten Leveln mitgebracht. Ah, wie gesagt, gerade die Storybook-Pages, die werden jetzt hier noch, das ist das Wichtigste. Mhm. Gut, Job. Was muss ich hier tun? Muss ich da hoch? Ich weiß es noch nicht. Oder kann ich da hoch? Nee. Da hinten ist, glaube ich, eine Storybook-Page. Nee, das ist auch nur eine Krone. Okay, wartet mal. Düsen wir jetzt erstmal hier lang. Ich meine, darüber kommen wir ja ohne Probleme. Zack, dich nehme ich natürlich gerne mit. Damit wären wir theoretisch schon fertig. Aber so leicht gebe ich mich nicht zufrieden, weil hier geht es nämlich auch noch nach oben für mich. Bringt mir aber leider nicht viel. Oder muss ich auf den Torbogen da drauf? Wow, ja, ich glaube schon, oder? Oh, damn. Crazy. Hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel von einem erwartet, dass man hier hinkommt, aber man lernt nie aus. Da drüben ist auch eine Page. Crazy shit, man. 4 von 5. So, dann düsen wir jetzt erstmal wieder darüber. Ey, was für geiles Jump and Run. Also was für geile Jump-and-Run-Skills hier von einem verlangt werden. Ich fühle mich hier richtig geil herausgefordert. Auch so, wenn es darum geht, so überhaupt einen Weg zu finden. Eventuell ist da drin noch was? So, irgendwie habe ich voll Bock, in dieses Haus da unten reinzulösen. Ich weiß noch nicht, wie ich da am klügsten hinkomme. Ich meine, ich könnte hier hin. Aber ich glaube, das bringt mir noch nicht so viel. Nee. Doch. Wahrscheinlich hier rein, ne? So sieht's aus. Verpisst euch. Oh Gott, das sind diese Wecker-Dudes. Ja, ihr könnt mir gleich am Arsch vorbeigehen. Euch lasse ich direkt in Ruhe. Gar keine Lust, irgendeine Form von Kontakt mit euch zu haben. Oh, das sind Birds. Habe ich gar nicht gesehen. Kletter, Headkit, Kletter. Ja. Aber auch hier war jetzt keine Storybook-Page, ne? Nein. Ja, solange es hier noch neue Wege gibt, die ich gehen kann, bin ich natürlich dabei. Jetzt fehlt mir nur noch diese eine blöde Seite. Diese eine blöde Seite. Oh nein, ich slide! Okay. Ah, auf dem Holz kann ich nicht stehen, warum auch immer. Ich meine, vielleicht kann ich darüber auf diesen riesigen Ventilator. Nee, glaube ich nicht. Also ist es kein Ventilator, sondern hier so ein, wie nennt man das? Müllrad. Ist wahrscheinlich eher der Begriff. Wo ist das Drecksvieh? Da unten. Da sehe ich es, Freunde. Hier hinter. Okay, nice. So, 5 von 5. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch irgendwie den Rückweg finden, ne? Wo geht's denn jetzt hier für mich am besten nach Hause? Ich denke hier rüber. Yes. Und dann war, glaube ich, hier drin. Genau, hier drin war das Portal. Nice, Freunde. Damit hätten wir diesen pinken Zeitriss auch geschafft. Mit allem, was das Herz begehrt. So, sogar nochmal ordentlich Cash. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Schön viel Geld mitnehmen. Bam! Richtig viel Geld und Sanduhr Nummer 39. Und auch hier die Steam-Errungenschaft. Alles in Welt 4 gefunden.
So, was geht hier ab? The Twilight Sand. Okay, irgendwas mit der Glocke. So, ein Priester, ein Ziegenpriester, folgt den Sternen. Er findet irgendwie den Heiligen Berg oder sowas. Er klettert ihn nach oben und zieht dabei, glaube ich, die Girlanden mit. Also er baut die ersten Straßensysteme hier. Okay, er betet zur Glocke, wird irgendwie so zu so einer Art Heiligtum. Und er, wird er zu den Sternbildern oder so? Und auf seinem Kopf wachsen verrückte bunte Blumen? Okay, also irgendwie die Glocke hat ihn dahin geschickt. Er hat das besiedelt und er wird dann zu so einer Art Heiligtum oder so? So 100% kapieren tue ich es noch nicht. So, sehr schön. Eine wunderbare Rose für unseren Hut. Die nehme ich natürlich gerne mit. So, und jetzt ist die Frage, können wir noch irgendwas tun? Gibt es noch irgendwas, was ich mache? Ich meine, wir können unsere Coins noch. Ja, wir können unsere Coins in den Automaten werfen. Und wir können jetzt einfach noch nachschauen, ob Welt 4 auch mit unserem Hinweisanstecker jetzt noch was für uns hat. Oder ob ich alles gefunden habe, was ich finden wollte. Wir laden noch einmal die Alpinbergkette. Und dann verwenden jetzt diesen Trickanstecker, um Sachen zu suchen. Und dann schauen wir nach, ob er sagt, yo, top, alles gut gemacht. Oder ob er sagt, nee, schwierig, Bruder. Und dann wissen wir, ob wir alles haben oder nicht. Unser Hut hier wird immer voll beladen, ne? Da ist die frische Rose. Sexy. Okay. Statt dem Magneten nehme ich jetzt wieder den Kompassanstecker. Und scheiße. Es gibt noch was. Okay. Ich gehe auf die Suche. Wenn ich es finde, Freunde, melde ich mich. Okay, Freunde, ich glaube hier. Ja. Hier muss ich über die Blätter hüpfen, ne? Um hier zu einer Kiste zu kommen. Sehr geil. Mit einem neuen Token. Okay, und das nächste ist da drüben im Dorf. Richtung Vogelkäfig. Okay, Guys. Ich gehe weiter auf die Suche. Aha, tatsächlich, Freunde. Ich sehe auch schon, wo wir hin müssen. Wir müssen einfach darüber. Die Frage ist nur, was ist der beste Weg, um da hinzukommen? Wow, wie konnte ich das übersehen? Wahrscheinlich vermute ich jetzt einfach mal, dass ich hier hoch muss. Ja, und dann einfach von hier darunter hüpfen. Das ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Wow, wie konnte man das übersehen? Nice. Und als nächstes geht's für uns hier dann in Richtung Lava-Gebiet. Da müssen wir dann, glaube ich, die... Oh Gott, was ist das für ein Gebiet da vorne? Ich werde das mal weiter evaluieren, Freunde, und euch dann mein Ergebnis mitteilen. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, Freunde, mein Hutanstecker sagt mir jetzt, dass hier in der Mühle noch dort hinten unten etwas sein muss. Der zeigt ziemlich präzise mich hier raus.
Das werden wir jetzt gleich mal überprüfen, ne? Was der Kollege hier meint. Ob wir jetzt hier vielleicht irgendwo in abzischen können. Ja! Können wir. Wow! Okay, okay. Moment mal. Da mache ich jetzt mal kurz hier diese Challenge und sammle hier mal alles ein. Keine Ahnung, ob das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Ja. Wow. Okay, Freunde. Tja, so leicht kommt man einen Token ran. Das ist ein etwas, was ist das? Ah, das bringt mich nur etwas zurück. Aha. Mache ich mir damit eine Art Abkürzung auf? Das weiß ich noch nicht. Jetzt gehe ich aber erstmal hier runter. Okay, und als nächstes geht es für mich in die Richtung. Alles klar. Jetzt kaufe ich aber bei dem Kollegen noch die letzten Anstecker. Weil ich... Oh, nee, ist das... Ne, ich meine die letzten. Hier für 300 X für eine Laserattacke. Zack. Kann ich mir leisten. Ich glaube, ich kann ihm jetzt jeden seiner Anstecker abkaufen. Und dann ist die Frage, ob wir damit jeden Anstecker haben oder nicht. Zack. Sehr gut. Zack, dann haben wir dich. Verringert die Abklingzeit für Hüte. Yes, let's go. Das ist tatsächlich relativ cool. Gerade zum Beispiel, das hätte uns sehr geholfen bei dem Wettrennen gegen den Mafiosi. Da hätten wir nämlich häufiger Zeitlupe einsetzen können. Also wenn man da Probleme hat, kann man sich das damit erleichtern. So, und das verringert einfach Fallschaden. Wenn man einfach bei manchen Jump-and-Run-Passagen ein paar Probleme hat, dann kann man hier, glaube ich, den Fallschaden schnappen. So, hast du jetzt noch irgendwas? Das ist halt alles, was ich habe. Okay. Gut, dann werde ich jetzt erstmal... Nee, warte mal. Warum sagt mein Hut nichts mehr? Ah, weil der jetzt automatisch den ausgerüstet hat. Ich wollte doch gerade sagen. Hä, Moment mal. So. In die Richtung müssen wir. Das sieht aus, als ob ich da hier der... dieser blauen Liane folgen muss. Andere Richtung. Aber ich kann... Eigentlich ist die gar nicht dazu da, um, dass man da zurückschwingt. Die Kamera richtet sich automatisch in die falsche Richtung aus. Jetzt bin ich wieder hier. What? Okay, guys. Wir sehen uns gleich wieder. So, er zeigt immer noch in die Richtung. Es ist nur die Frage, muss ich dann irgendwie zur Lava? Oder was genau erwartet der Kollege jetzt an der Stelle jetzt von mir? Ne, wir müssen auf jeden Fall diesen Gipfel verlassen. Wir müssen irgendwo darüber, irgendwo... Doch, ich glaube hier dieser roten Fahne folgen. Und zwar richtig weit. Ich glaube doppelt rote Fahne brauchen wir. So, okay. Der Pfeil zeigt weiter in diese Richtung hier. Ich habe jetzt die doppelt rote Fahne genommen. Oh, shit. Wir müssen hier nochmal dieses Zeitspielchen nochmal frisch machen. Aua. Okay, okay. Dann brauche ich meinen Zeitlupenhut. Das ist dieser Panda-Hut. Exakt. So, und dann düse ich jetzt direkt mal darüber. Na, und wir schauen einfach mal nach, ob das in irgendeiner Weise für uns lohnenswert ist. Zack, das passt. Dann machen wir nochmal Zeitlupe. Und damit hätten wir das hier auch geschafft. Good job. So, Hut sagt weiter in die Richtung. Dann müssen wir wahrscheinlich auch nochmal hier das blaue Spielchen nochmal frisch mitmachen. Ich folge einfach mal hier dem Seil, beziehungsweise dem Kabel. Bam. Okay, und wir kommen weiter voran. So, das zeigt immer noch weiter in die Richtung. Dann vertraue ich dem an der Stelle einfach mal. Bleibt uns ja sowieso keine andere Wahl. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier vielleicht noch was ist. Mhm. Darunter. Der zeigt ziemlich explizit darüber. Irgendwas. Irgendwas muss da sein, Freunde. Ich glaube, wir waren hier auch noch gar nicht. Das kommt mir extrem neu vor. Das kommt mir sehr neu vor.
können jetzt sogar die Türen von der Seite aufmachen. Okay. Und jetzt? Wait. Ah, wow, okay. Wenn ich jetzt hier Zeitlupe mache, dann kann ich hier... Ah, dann kann ich hier durchdüsen und yes, hier ist eine Coin. Interesting, wow. Und jetzt ist kein Pfeil mehr da. Damit, Freunde, haben wir alle Collectibles aus Welt 4. God damn it. Also außer vielleicht der ein oder andere Garn. Aber der Garn, den wir... Wir haben zwei Garne in der Windmühle vergessen. Aber einen von denen, der unten im Erdgeschoss war, den habe ich jetzt sogar auch noch geholt. Also, ich nehme schon immer noch was mit, wenn es auf meinem Weg liegt. Also, ich lasse zum Beispiel diese Wollknäule nicht jetzt ganz bewusst aus. Das heißt aber, wir gehen jetzt nochmal an die Dingmaschine, an die Tokenmaschine und geben hier nochmal alles von unseren Riss-Tokens aus, die wir haben. Sehen wir mal, wie viele wir von denen besitzen? Wahrscheinlich hier im Rucksack, oder? 18 Stück. Wow. Okay, das sind deutlich mehr, als ich dachte. Das heißt, wir können uns auch insgesamt 6 Items, exakt 6 Items, aus der Rift-Maschine holen. Mal schauen, wie viel da noch drin ist, weil ich habe da nämlich keine Ahnung mehr, wie ich an weitere Tokens rankomme, außer in der letzten Welt. Ne? Und dann läuft der Booms hier. So, zack. Neuen Remix. Den nehme ich mir mit. Und zack, zack, zack. Weiter geht's. Immer schön reingambeln. Nochmal neuer Remix. Good job. So. Dann nochmal neuer Remix. Her damit. Wie gesagt, wir holen uns jetzt alles raus, was geht. Oh ja, allein von den Farben sieht das jetzt schon sehr eindeutig aus. Zack. Theoretisch dürften jetzt, glaube ich, nur noch rote Buttons drin sein. Nee, noch nicht. Zack. Haben wir auch den Hut. Und dann machen wir nochmal so. Nehmen nochmal die Farbe mit so. Aber jetzt ist... Ich habe noch nicht alles. Ich habe noch nicht alles. Aber ich habe keine Tokens mehr. Okay, ich habe keine Ahnung, wie ich noch an weiteren Stuff rankomme. Aber ich denke, wir finden das auf jeden Fall raus. So, 12 Geschenke haben wir gefunden. Oder heißt es, die gibt es noch? Nee, die haben wir gefunden. Oder haben wir? Ich habe keine Ahnung. Ach nee, das heißt wahrscheinlich haben wir. Mit den Geschenken ist wahrscheinlich noch das hier gemeint. Okay, Guys. Das heißt aber, dass uns jetzt nur noch eine Stelle hier im Game bleibt. Und das ist die hier oben. Und was auch immer hier abgeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Schaltet ein, wenn wir das Finale von Ahead in Time beim nächsten Mal beginnen. Danke fürs dabei sein. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lodrioma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.